Ja, hallo YouTube. Heute ist der Tag der Tage. Heute habe ich was bekommen. Hier. Also ein komplettes Paket von Amazon. Und das Paket habe ich bekommen von, ich habe das jetzt natürlich schon einmal aufgemacht. Viel Verpackungsmaterial. Und bekommen habe ich das, hier gibt es ein nettes Anschreiben bei, der von Thorsten. Hallo Thorsten. Ja, er schreibt, Gruß von Thorsten, viel Spaß beim Bohren von Thorsten. Die deutsche Eiche. Ja, was ist es? Es deutet ja schon drauf hin, ne? Bohren und so. Ja, guck mal hier. Hammer, oder? Es ist ein Handbohrer. Ein Handbohrer, ein Handbohrer. Ja, dann müssen wir mal gucken. Ein Handbohrer. Kommt mir ein bisschen klein vor, dieses Paket. Ist ja kaum größer als irgendwie eine Schachtel Zigaretten. Aber es steht drauf, Doppelpinion Hand Drill 290 mm, also 29 cm. Und tata, da ist er. Ein Handbohrer. Wisst ihr was? Das ist das erste Paket, was ich in meinem Leben bekomme, wo ich überhaupt nicht drauf vorbereitet war. Das ist, ja, wie Weihnachten in der Kindheit. Und ich habe ja gesagt, ich möchte meine ganze Werkstatt cordless machen, also tatsächlich ohne Strom. Und das ist genau das, was man so aus der Kindheit noch kennt. Aus der Schule vielleicht. Viele haben zum Werkunterricht gehabt. Ich selber hatte ja damals keinen Werkunterricht, darum muss ich mir das ja heute beibringen. Ich hatte ja sowas wie, nanu, warum dreht er durch? Ach so, weil wahrscheinlich im Griff nicht richtig fest ist. Jo, sag ich doch. Naja, gut, werde ich einfach neu kleben. Kommt Epoxy rein und dann wird das neu geklebt. Das soll ja der Schaden nicht sein. Ja, und das ist ein Bohrer. So wie er sein soll, ne? Ratter, ratter. Ja, also. Thorsten, ich danke dir. Und damit werde ich... Upsala, jetzt fällt hier hinter der Kamera natürlich alles um. Damit werde ich den natürlich schön in Rente schicken. Da hatte ich beim letzten Mal gesagt, das ist der Bosch PS. Nein, er hieß Bosch PSR 18Li2, also Lithium-Ion. Noch ist er voll, macht aber nichts. Zum Bohren werde ich jetzt ab sofort und per jetzt tatsächlich den kleinen nutzen. Mal gucken, ob das funktioniert, wie ich mir das denke. Hinten einmal aufgeschraubt. So. Bohrer hinein. Wieder zumachen. Ist jetzt nun natürlich mit der Hand festgemacht. Ach so, man kann ja hier festhalten. Hier das Ding festhalten und dann kann man hier anziehen. Ja, klar. Man erinnert sich. Ja, und dann kann man damit tatsächlich bohren. Das funktioniert. Ja, es ist jetzt natürlich mit dem Bohrer, ist kein Holzbohrer. Hätte ich mich vielleicht darauf vorbereiten müssen und mal einen Holzbohrer raussuchen müssen. Moment, da haben wir ja unsere tolle Kiste. Und dann nehmen wir uns mal hier so ein, ist ja natürlich wieder auch eine Baumarktkiste. Und der Bohrer, ich weiß nicht, ob man es so sieht, da ist nicht mehr so ganz wirklich scharf. Aber das soll uns ja im Augenblick nicht stören. Ich will ja die erste Testbohrung machen. So. Und dann wollen wir mal, ne? Erste Testbohrung mit dem Handbohrer. Aua. Jo, Fingernagel abgerissen. Ja, funktioniert. Ist natürlich Hartholz hier, wo ich reinbohre, ne? Ist nicht so einfach, nicht so simpel. Und wenn der Griff hier oben halten würde, dann wäre das vielleicht auch noch eine Runde lockerer, einfacher. Ja, ich werde jetzt den Handgriff erst einmal kleben und dann werden wir sehen und ihn dann mal in Gebrauch nehmen, sobald ich hier meine Klemmen habe, weil ihr wisst ja, ich habe es beim letzten Mal schon ausgedrückt, die einzige Klemme, die ich hatte, die ist jetzt leider kaputt. Das war ein schönes Ding, aber ja, Baumarkt halt, ne? Das ist so die Ware, die dem Benutzer dann verkauft wird für einmal benutzen. Ich werde mal gucken, bei eBay vielleicht nochmal so ein Paket rausholen für irgendwie ein paar Klemmen für 5 € oder so.
Vielleicht kriegen wir da etwas, was ja ähnlich lange hält. Mann, Leute, ich kann zu Fuß bohren. Ja, super. Jetzt klebe ich den noch ein. Dann hat die liebe Seele Ruhe. Und dann hoffe ich, dass das alles so klappt, wie ich mir das denke. Und wir sehen uns im nächsten Video. Diesmal nur kurz. Tschüss.